So, und heute mal wieder ein Psychedelika Q&A. Ich hatte euch auf Instagram gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen an mich habt, sei es zu meiner Meinung, sei es zu Psychedelika oder was auch immer. Und da habt ihr mir einige coole Fragen gestellt und die beantworte ich jetzt einfach mal ganz spontan. Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann solltest du es jetzt tun. Link ist unten in der Beschreibung und viel Spaß beim Video. Der Marvin fragt, was hältst du vom Candy Flippen? Ja, Candy Flippen ist eine super interessante Sache. Also Candy Flippen ist ja MDMA und LSD kombiniert. Finde ich super spannend, schon ein paar Mal gemacht. Im Partyumfeld meistens tatsächlich. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nicht persönlich zu Hause probiert. Ich habe aber inzwischen auch eine andere Beziehung zu MDMA aufgebaut. Also meine persönliche Beziehung zu MDMA ist nun so, dass ich eigentlich gar kein Verlangen mehr nach MDMA habe. Also dass ich denke, MDMA bringt mir persönlich jetzt keine Vorteile mehr, weil MDMA gibt einem ja dieses künstliche, ich sag's jetzt mal genau absichtlich so, dieses künstliche, schöne, wattige Gefühl. Aber dieses Gefühl können wir viel authentischer erreichen und viel echter. Also es fühlt sich dann nachher viel echter an, wenn wir es auf anderen Wegen erreichen, nämlich mit der Arbeit an uns selbst oder zum Beispiel mit LSD, wenn wir näher an uns selbst kommen, weil nämlich das schöne Gefühl, dieses Glücksgefühl, das wir von innen heraus rausholen können, ist um einiges meiner Ansicht nach schöner als dieses Glücksgefühl, das wir von außen mit MDMA in uns reinholen können. Und ja, das ist meine Meinung dazu. Aber an sich Candy Flippen, coole Sache, interessante Kombination und ja, finde ich gut. Tokyo 1982 fragt deine Meinung zu Filme schauen auf LSD. Habe ich ehrlicherweise noch keine Erfahrung damit gemacht. Ich habe nur Erfahrung damit gemacht, es zu probieren. Und das hat nicht geklappt. Also während einer psychedelischen Erfahrung, vor allem einer intensiven psychedelischen Erfahrung, habe ich gar nicht die Kapazitäten, die dafür nötig wären, gleichzeitig Sinne aufzunehmen und sie in so einer Geschwindigkeit zu verarbeiten, damit die nächsten Sinne wieder reinkommen können. Also das ist ja oft auch das Problem, wenn wir Videos schauen. Zum Beispiel, wenn du jetzt dieses Video schaust, verglichen mit, wenn du diese Information, die ich dir jetzt gebe, als Text durchlesen könntest. Weil wenn du einen Text liest, dann kannst du immer, sobald du was nicht verstehst, ah, warte mal, das habe ich jetzt nicht verstanden, ich gehe nochmal zurück. Ah, habe es immer noch nicht verstanden. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay, weiter geht's. Und bei Videos ist es ja nicht so. Das heißt, unser Gehirn ist eigentlich nur im Interpretieren die ganze Zeit bam, 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 bam. Und sobald wir was nicht verstehen, dann wird unser Gehirn das eben so einordnen, wie es wahrscheinlich ungefähr passt. Und wenn wir es nicht verstehen, naja, egal, komm, wir werden es dann schon verstehen. Bedeutet, das Verständnis ist verringert für Informationsaufnahme. Und deswegen glaube ich, dass es bei Filmen auch so ist, gerade auf psychedelischen Substanzen, wo die Aufnahme von Informationen viel mehr vergrößert ist als die Interpretation. Das heißt, die Information kommt einfach nur rein und ich persönlich komme da nicht mehr hinterher. Und so ist meine Erfahrung bei LSD mit Filmen oder allgemein mit Bildschirmen oder visuellen, ja, Informationen irgendwie. Ich kann nicht mehr machen, als sie einfach nur aufnehmen. Es ist schwierig für mich, sie zu interpretieren. Bedeutet, wenn das jetzt ein Film ist oder ein Video, bei dem es gar nicht so viel darum geht, das jetzt genau zu verstehen, sondern einfach nur die Schönheit und die Emotionalität darin zu erkennen, dann kann es auf jeden Fall cool sein, denke ich mal. Aber so klassische Filme kann ich mir nicht vorstellen. Der Robin fragt, wie oft nimmst du Drogen? Also wie sieht das aus mit Alkohol, Zigaretten, Koffein und verschiedenen Psychedelika und so weiter? Ja, lass mich das doch einfach mal so, wie du es geschrieben hast, der Reihe nach abarbeiten. Alkohol zum Beispiel trinke ich überhaupt nicht mehr seit Jahren. Also es kommt immer mal wieder vor, dass ich vielleicht einen Radler trinke. Also das ist so das Höchste der Gefühle. Also, aber von Alkohol habe ich tatsächlich ziemlich abgeschworen, da ich glaube, dass Alkohol die Substanz ist, die den Bewusstseinszustand wirklich in die gegenteilige Richtung bringt. Also wohingegen andere Substanzen unsere Bewusstseinszustände erhöhen, verringert Alkohol den Bewusstseinszustand. Und bei Ketamin zum Beispiel, finde ich, ist es auch wieder ein bisschen anders, weil da wird zwar bestimmte Körperfunktionen werden da verringert, aber das Bewusstsein wird in gewisser Art, in gewisse Richtungen auch wieder vergrößert. Und bei Alkohol habe ich so das Gefühl, das ist so der, ja, es ist so der niedrigste Bewusstseinszustand, den ich mir vorstellen kann. Und deswegen kann ich mit Alkohol einfach nichts mehr anfangen. Auch wenn ich sage, wie gesagt, so ein Radler mal oder so ein bisschen beschwipst sein, ist auf jeden Fall cool. Und da ging es auch nichts einzuwenden, aber an sich, ja, Alkohol. Keine Ahnung. Und was hast du noch gesagt? Zigaretten. Ich habe die letzte Zigarette geraucht vor so 2-3 Jahren. Und da war ich einfach nur so Partyraucher, ne?
Also ich habe dann so einmal im Monat habe ich ein paar Zigaretten geraucht und das ging so 2 Jahre lang und aber das war auch meine erste Zigarette. Also davor habe ich nicht Zigaretten geraucht. Doch einmal als 16-Jähriger habe ich mal Zigaretten geraucht, ein paar Wochen lang. Aber an sich habe ich dem Thema auch wirklich komplett abgeschworen. Also nicht nur Zigaretten, sondern Nikotin. Also ich rede jetzt hier auch wirklich von Nikotin. Nikotin ist für mich sehr, sehr abhängig machend. Sehr viel dieses Gefühl, dass wenn wir dann irgendwie im Alltag sind und auf einmal denken wir so, jetzt eine Zigarette oder jetzt eine E-Zigarette oder jetzt ein bisschen Nikotin, aber wir verstehen gar nicht warum. Ich finde eben Nikotinkonsum ist ganz, ganz selten wirklich bewusst, wirklich so ich möchte jetzt Nikotin rauchen, um folgende Zustände zu erreichen, sondern eher so, oh, ich brauche jetzt eine Zigarette. Und genau deswegen. Koffein trinke ich auch nicht mehr. Tatsächlich, ja, ich habe eigentlich alles so ziemlich aufgehört. Koffein habe ich früher viel getrunken, viele Energy Drinks. Und habe dann so auch so vor 2, 3 Jahren, ich denke, da ist so die Haupttransformation bei mir passiert, wo ich wirklich auch psychedelische Substanzen viel verwendet habe, dass ich gemerkt habe, hey, Koffein ist auch so eine Abhängigkeit, die ich erzeuge. Das bedeutet, ich versetze meinen Körper in einen Zustand, in dem ich diese Substanz benötige, um auf ein Wachheitslevel zu kommen. Und heute ist es bei mir so, ich nehme kein Koffein, ich nehme nichts und ich bin so wach. Ich bin jeden Tag zu 100% wach und zu 100% da und ich bin nicht müde. Es ist so, ich bin einfach über den Tag nicht müde, aber Punkt 21.30 Uhr fliege ich fast um. Das ist einfach dieser geregelte Tagesablauf. Das hat für mich sehr, sehr viel gebracht. Wirklich jeden Tag um 10 ins Bett und um 6, halb 7 aufstehen. Jeden Tag, ohne Ausnahme, auch am Wochenende. Und dann seid ihr nie wieder müde. Es ist einfach so. Und was hast du noch gefragt? Koffein, genau. Und verschiedene Psychedelika, wie oft? Es kommt ganz drauf an. Also jetzt zum Beispiel habe ich 1,5 Monate keine Psychedelika konsumiert. Und ich würde sagen, so im Durchschnitt auf mein Leben, also nicht auf mein Leben gesehen, sondern aktuell, so einmal im Monat konsumiere ich mal eine psychedelische Substanz. Aber ich bin natürlich im Gegensatz zu früher jetzt mehr auf diesem Trip, dass ich dann auch eine intensive Erfahrung habe. Also so einmal im Monat eine intensive Erfahrung, aber sonst nichts. Und damit fahre ich eigentlich ziemlich gut. Der Triss fragt, was unterscheidet die Wahrheit, die man durchs Absenken der Hemmschwelle auf Alkohol über sich erfährt, zu den Erkenntnissen durch Psychedelika? Geil, das ist eine richtig geile Frage. Du schreibst noch banal, aber gut, aber die finde ich richtig gut. Lass mich mal kurz darüber nachdenken, jetzt mal ganz spontan. Die Frage habe ich mir tatsächlich auch schon mal gestellt, weil auf Alkohol ist es ja so, dass die Hemmschwellen runtergehen und dann sind wir ausgelassener. So, wir sind irgendwie ausgelassener und das könnten wir jetzt auch so deuten, dass das unsere Schutzschichten sind, die abgesenkt werden. Und dadurch sind wir irgendwie mehr wir selbst. Und bei psychedelischen Substanzen ist es ja genauso, dass diese Schutzschichten wegkommen und wir sind mehr wir selbst. Bei psychedelischen Substanzen ist es aber so, meiner Erfahrung nach, wenn diese Schutzschichten wegkommen, das, was innen rauskommt, ist eigentlich immer nur, jetzt zum Beispiel bei mir, ist eigentlich immer nur ein kleiner, lieber Junge, der einfach nur Liebe möchte. Und bei Alkohol kommt da nicht irgendwie dieser kleine Junge raus, der einfach nur Spaß haben möchte, sondern da kommen ganz andere Eigenschaften raus. Und ich kann das leider jetzt auch nicht wissenschaftlich erklären. Ich weiß jetzt einfach nicht, wie das funktioniert. Also ich weiß, dass bei Alkohol eben bestimmte Rezeptoren so gehemmt werden, dass unsere Wahrnehmung verlangsamt wird. Und wie das dann jetzt funktioniert, warum wir dann enthemmt werden, das weiß ich leider nicht. Aber ich glaube, das ist so der Unterschied, den ich wahrnehmen kann, dass die Absenkung der Hemmschwellen auf Psychedelika mehr dazu führt, dass wir mehr zu unserem inneren Kind führen. Und die Abschwächung bei Alkohol führt irgendwie mehr dazu, dass wir in Richtung dieser Person kommen, die wir vielleicht auch in uns haben, die aber nicht unser inneres Kind ist, sondern irgendeine andere Projektion, die wir vergraben haben. Und, aber nicht zu sagen, auf Alkohol gibt es ja auch diese Zustände, dass wir so zum inneren Kind wieder werden. Deswegen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich denke, die Frage ist jetzt nicht so einfach zu beantworten. Da müsste ich mir mal genau Gedanken machen. Ich dachte, ich frage jetzt auch nochmal auf diesem Wege, weil ich fand die Frage super interessant, habe sie aber so spontan nicht beantworten können. Was denkt ihr denn, wenn ihr auch schon Erfahrungen mit beiden gemacht habt? Wo liegen denn die Unterschiede der Erkenntnisse, die wir auf Alkohol über uns machen und die Person, die wir auf Alkohol sind und bei psychedelischen Substanzen? Super spannende Frage. Was denkt ihr? So Leute, das war das Q&A. Ich hoffe, euch hat es gefallen und es waren spannende Fragen für euch dabei. Wenn ihr noch mehr Fragen an mich habt, könnt ihr mir wie gesagt jederzeit auf Instagram folgen und dort Fragen stellen. Und ich sehe euch beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und bis bald.